Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Terraria und ja, nicht wundern, meine Stimme ist noch so ein bisschen ausgeschlafen. Ich habe auch alles ein bisschen lauter gemacht, weil mir ist aufgefallen, die ganzen Videos sind immer so leise. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein bisschen, ja, alles so ein Tick lauter gemacht. Also Ingame-Musik, den Sound dazu und meine Stimme auch und so, weil irgendwie das ganze Video immer so leise ist. Also zum Vergleich von anderen, also ich gucke ja selber auch Let's Plays und ja, da ist es halt denn bei normaler Lautstärke vom Handy oder Laptop ist denn ein großer Unterschied zwischen anderen Let's Player, sag ich mal, und meine Videos. Und das habe ich denke mal, dass ich es jetzt so irgendwie angepasst kriege, weil ich nehme ja nicht alles separat auf, ich nehme ja alles in ein Paket auf, deswegen kann ich das halt nicht nachträglich ändern hier so zum Beispiel Stimme, Lautstärke und so weiter alles, sonst hätte ich nämlich die ersten Folgen schon längst gefixt. Aber ist leider nicht möglich. Entweder den ganzen Sound ändern oder ja, ich musste es so lassen und im Endeffekt habe ich es dann so gelassen. Gut, okay, wo sind wir stehen geblieben, wo wir mal weitermachen? Ich glaube, wir haben jetzt hier so ein Kristall und so und haben gesagt, wir kaufen einen neuen. Aber, was ich aber gerne machen möchte, ist, dass dieser Typ da hinten. Der, wie heißt der denn nochmal? Der Gastwirt? Ne, hier der Tavernenwirt, dass der hier mit einzieht. Deswegen müssen wir hier oben, weil so kann ich nämlich immer die, so habe ich die halt immer hier. Und deswegen möchte ich hier gerne das alles so ein bisschen erweitern, damit der hier nämlich mit einziehen kann. So, ich nehme mal die Treppe hier weg, dann wird die hier oben zugemacht. Und dann geht hier halt so eine Leiter hoch, weil ich habe ja gestreamt. Gestern, also wenn die Folge rauskommt, habe ich gestern. War gestern? Ja, stimmt. Nee, wenn die Folge rauskommt, dann war es vorgestern. So. Jetzt ist bei mir wieder Sonntag. Ich habe wieder jede Menge Zeit und kann aufnehmen. Also, ja, und dass ich jetzt hier mit den Treppen mit nachbaue. Also nicht so eine Treppe, sondern die Stufen so hin und dann bis nach oben. Dann ist jetzt hier, sag ich mal, so der. In Anführungsstrichen Treppenturm. Und, hier sind dann halt die Räume. Ja, da muss man halt hier durch. Da musste halt durch den Zimmer des Tavernenwirts, um zur Krankenschwester zu gelangen oder so. Dann ist es eben so. Oder wir machen das so hier im Treppenturm. Dann haben wir hier, machen die Tür in der Mitte weg und machen hier dann auch noch so einen Treppenturm. Ja, und. Ach nee, dann ist das ja zu klein hier alles, ne? Obwohl, so viel Platz brauchen die im Prinzip auch gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ich glaube. Ja, ich nehme die erstmal weg hier, die Treppe. Und dann machen wir das mal so, wie ich dir gedacht habe. Wie ich mir das gedacht habe. So. Gut. Die ist schon mal entfernt. Hier oben kommen dann die Steine wieder hin. Die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht rein zufällig im Inventar, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, oder nicht okay. Ich nehme mal den hier auch weg und dann mache ich das mal hier mit dem. Da müssen die Banner hier weichen. Dann ist denn so, kann ich jetzt auch nicht ändern. Die Fackel hier kann auch weg. Dann kann nämlich einer von den Bannern hier rüber. Aber das sind dieselben, ne? Zombie-Banner, Seelenfresser-Banner. Die kann ich ja da drüben hinhängen. Ist ja kein Problem. Einmal hier hin, bitte. Danke. Jetzt haben wir zwei davon, aber naja, ist ja egal. Gut, und die Treppe muss weg. Und dann kommt eine neue Treppe hin, weil das hier geht gar nicht. Wenn ich nämlich jetzt hier immer, ich sag mal, ich komme hier rein und will dann hier lang und dann renne ich immer gleich hoch. Das ist mir nicht so. Deswegen wird die entfernt. Muss nur aufpassen, dass ich, siehst du, das habe ich mir gedacht, Boden wird zerstört. Warum? Du sollst die Treppe wegmachen, du Depp. Ist zum Glück nur Holz, ne? Und nichts irgendwie abgewandeltes oder so. Dann kann ich das halt wieder reparieren. So. Spitzhacke. Warum geht das nicht? Mach doch mal. Obwohl, da oben muss er ja sowieso. Gut, wo haben wir jetzt die Stufen? Hier haben wir die Stufen. Okay, und wie kommen wir jetzt hier ran? Also hier auf jeden Fall, auf die Ebene, sag mal. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4. Weiß nicht, reichen da nicht drei aus? Wie viel habe ich denn? Ist egal, wir machen hier noch welche hin. Genau auf Höhe der Tür.
Weiß gar nicht, was für einen Abstand der hat jetzt. Jetzt haben wir immer 4. So, okay. Ja, sieht schon mal gut aus. Die muss weichen. Die Fackel. Wir haben ja jetzt hier einen Kronleuchter. Aber 4. 4 passt mir überhaupt nicht. Komm, ich mach mal 5. Überall mache ich 5 hin. So. Zack. Hier noch einer. So, gut. Dann geht es nämlich nach oben weiter. Dann wird es nämlich erweitert. Ich komme da gar nicht hoch, weil ich zu groß bin. Okay, dann muss das hier weg. Nein, das doch nicht. Meine Güte. Das hat er immer automatisch irgendwo gemacht, ne? Kann ich das hier nicht umstellen? So, und jetzt habe ich genau da, wo ich hinklicke, ne? Genau. Aber jetzt ist da mal ewig diese tolle Kreuz. Die habe ich jetzt auch eingesammelt. Deswegen kann ich hier wieder reparieren. So. So ist doch in Ordnung, oder nicht? Ich find's gut. Und dann können wir hier wieder... Was heißt wieder? Einfach immer eine Fackel wieder hinbauen. Warte mal. Ach komm. Alter, komm, ärger mich doch nicht. Mach das weg da. Den auch. Und klick genau dahin, wo ich hin will. So. Jetzt habe ich das wieder. Warte mal. Das muss doch zu machen sein hier. Nicht da oben. Hör auf damit. Der macht automatisch jetzt da oben. Was soll denn das? Siehst du, schon ist die Stimme weg. Ich gebe auf. Jetzt habe ich auf so geklickt. Aber trotzdem macht er das. Nee, doch nicht. Oh, Glück gehabt. Hier brauche ich gar nicht. Hier ist ein Kronleuchter. Hier unten auch nicht. Gut, sehr schön. Dann wird hier oben nochmal zugebaut. So. Und da kann eben hier auch einer wohnen. Jetzt haben wir hier nur eine Werkbank drin. Ne? Ah, Tür zu. Jetzt kommt hier noch Tisch und Stuhl rein. Ja, gut. Aber wir haben eine Werkbank hier, dann können wir gleich einen Tisch und Stuhl machen, ne? Auch wenn wir irgendwo welche hatten. Aber Tisch und Stuhl muss erstmal. So, herstellen. Und herstellen. So, dann haben wir die nämlich. Die kommen denn hier rein erstmal? Erstmal einfach so. Gut, Hier ein Stuhl. Steht ein bisschen weit weg, ne? Aber die sitzen sowieso nur drauf. Was machen sie mit dem Tisch großartig? Einfach nur Dekoration, denke ich mal, ne? Ach komm, jetzt stand ich falsch rum. Muss ich wieder abbauen, den Kack. So, nochmal den Stuhl und... Zack. So haben wir's. Du doch nicht, Mensch. Das ist ihr Vorzimmer, ne? Also, und ich guck so kein... Ist ihr Vorzimmer. Und hier hinten ist ihr Büro. So. Die Anmeldung hier vorne. Weil sie ja Krankenschwester ist, die ist ja halt Ärztin, ne? Dann sitzt hier vorne die Sekretärin, die nimmt halt die Patienten auf und hier hinten wird dann behandelt. So läuft das hier. Ich kann mal gucken, ob hier überhaupt jemand drin wohnt, aber ich glaube nicht. Machen wir den mal weg und dann kommt der nämlich ein bisschen weiter hier drüben hin. So, so ist schon besser. Gut. Wer wohnt hier jetzt? Noch keiner, aber der Typ hier. Der ist ja noch irgendwo in der Eiswelt. Den will ich da nicht, der kommt hier hin. Und was hat er mit dem goldenen Rand zu tun? Guck mal, hat sie nämlich nicht, weil sie selber eingezogen ist, glaube ich. Kann sein, dass daran liegt. Deswegen, kommt sie hier nochmal hin. So. Gut. Genauso wie sie. Andrew genauso. Warte mal, komme ich da an? Oder muss ich da hinlaufen? Nee, und der Typ da hinten auch. Der ist auch einfach so eingezogen, glaube ich. So haben wir das. Ich glaube, der goldene Rand ist einfach nur von mir festgelegt. Und wenn da kein goldener Rand ist, dann sind die selber eingezogen, glaube ich. Wollen wir das hier als Wohnung lassen oder machen wir das hier? Dann machen wir das hier weg als Wohnung. Und kommt hier genauso wie hier so ein Treppenaufgang hin. Und dann kommen hier Wohnungen. Also, oder Behausung, links und rechts oder so. Pip, 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 pip. Einfach mal nach oben. Anders kannst du ja hier nicht bauen. Du kannst ja nicht nach hinten eine Tiefe bauen. Geht ja einfach nicht. Das ist ja hier kein Minecraft. Das ist ja nicht 3D. Okay, haben wir das. Ich denke mal, dass er hierher kommt und sich denn da hinsetzt, weil, ja, obwohl sie da sitzt, der wird sich freuen. Eine Krankenschwester als Nachbarin und sogar begehbar. Gut, der wohnt hier, sie wohnt eigentlich hier, ist auch egal. So, wer ist hier noch alles? Sind alle, ne?
Okay, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich hier neue Kristalle kaufen. Genau. Mit Gold, glaube ich, ne? Dann machen wir das einfach mal. Gold haben wir noch 4 Stück. Ich glaube, einer kostet einer. Dann kaufen wir uns 4 Stück und dann können wir nämlich die ganze Sache hier nochmal machen. Wäre doch schon nicht verkehrt, ne? Grabsteine. Was steht drauf? Steht gar nichts drauf, ne? Oder? Doch. Die Arme ausgerissen. Von dunkler Energie. Was auch immer für dunkle Energie das gewesen ist. In der Mitte durchsäbelt. In der Mitte. Von Wurfspeer. Okay. Die müssen wir aber weg, weil die kommen mir nur in der Quere, wenn ich kämpfe. Die sind schon mal gestorben, deswegen. Wegen eines Grabsteins, wegen eines früheren Todes sind wir schon mal gestorben. Okay, haben wir das, haben wir das. Okay. Der bleibt hier so stehen. Aber wenn die Zeit ran ist, müsst ihr weichen, Eichhörnchen, ne? Ist einfach so. Weichen. Gut. Das mit dem Lager muss auch noch ein bisschen optimiert werden, alles. Man kann es irgendwie nicht kennzeichnen oder so, ne? Doch, mit Item Frame. Genauso wie hier unten. Ich sag mal, Werkstatt in Anführungsstrichen. Das hier muss auch noch ein bisschen verbessert werden. Jetzt ist hier aber auch offen. Der nächste hat ja hier oben einen Holzboden. Den kann ich gleich nochmal reinziehen. Und dann mache ich da die restlichen Stufen, die ich noch habe hier. Na, zwei. Aber ich habe noch irgendwo welche, das weiß ich. Zack, einmal hoch. So, und dann kommen hier nämlich Holzfußboden wieder rein, so wie hier. Und dann machen wir das immer so weiter. Komm. Ach komm. Wird ja wohl. Darf nicht so schnell die Maus bewegen. So, ich glaube, ein paar Steine haben wir auch noch, ne? Einer. Gut. Da ist ja wenigstens was. So. Ja, so wird ein Schuh draus. Ja. Ich würde auch gerne. Ich weiß gar nicht, gibt es hier sowas? Sowas wie ein Pfarrer oder so? So ein Gottesdiener, weißt du, wie ich meine? Dass ich so eine Kirche baue und davor dann halt die ganzen Grabsteine und Grabmäler verteile. Dass das dann so aussieht, als ob. So, Friedhof und dahinter ist dann eine Kirche. Oder was weiß ich, Moschee oder was weiß ich. Mir egal. Die Leiter hier finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Und die kommen ja hier auch hoch, das ist es ja. Komischerweise kommen die hier immer hoch. Ich mach mal Tür zu, sonst wirft er hier irgendwann wieder Bomben, wenn hier Schleim regnet. So, okay. Ja, und das muss ich mir auch noch irgendwas anderes überlegen. Oder ich baue mal ein großes Lager, wo die ganzen Kisten so in eine Reihe kommen. Oder mehrere Etagen mit Kisten oder so. Aber so ist schon gar nicht verkehrt. Ich gehe hier einfach rein ins Haus. Und dann komme ich an meine Kisten an, weißt du? So. Ist er schon hier? Nee, ist er nicht. Ich kann ja mal gucken, wo er sich gerade befindet. Minus, minus, minus. Minus, 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 minus. Und Schneegebiet ist gleich hier hinter, ne? Ja gut, der findet den Weg hier nicht her. Du kannst ruhig herkommen. Ich denke mal, beim nächsten Speichern und Laden dürfte er hier sein. So, ich möchte gerne mal, bevor ich hier irgendwann nochmal die ganze Sache in Angriff nehme, würde ich gerne nochmal in den Tempel rein. Und schade, dass der Typ hier hinten verschwunden ist, der Angler. Der hätte nämlich bei mir auch einziehen können. Das ist nämlich im Stream gut passiert. Da konnte ich den einfach bei mir einziehen lassen. Aber jetzt ist er weg. Also der ist ja gleich verschwunden, ne? Mit dem konnte man ja gar nicht mehr weiter interagieren. Ich weiß gar nicht, ob die Quest denn noch da ist oder nicht. Bei wem sollen wir denn die Quest abgeben? Oh. Lava. Mr. Lava Lava. Okay, dann bereiten wir uns auf den Tempel vor. Haben wir noch irgendwelchen Stuff hier drin, den wir überhaupt gar nicht brauchen? Selbstverständlich. Irgendwas, was wir nicht verlieren wollen. Da siehst du, und schon ist er weg. Was war denn das jetzt gewesen? Ich weiß es gar nicht. Rückruftrank brauchen wir. Was haben wir hier noch?
Höhlenforschertrank, okay. Die brauchen wir. Bier brauchen wir unbedingt. Da kommen wieder die Sterne runter. Die können wir auch erstmal wegpacken. Die brauchen wir denn bei dem Typen. Hoffentlich zieht er bei uns ein. Ich bin, weiß ich nicht, optimistisch. Boah, 28 Gold schon. Warte mal, was war denn gewesen? Ich glaube, ein neuen Stab. Da wartet nicht ein Baby Fink, sondern ein Baby Harp hier. Im Stream auch. Hat der Handelsreisende. Hat der verkauft. Komm einmal hier rüber. Zack. Dann. Das kann bleiben. Ist ja scheißegal eigentlich. Und die kommen auch rüber. Einfach hier irgendwo hin. Guck mal, Linsen habe ich 4 Stück. Würde ich auch gerne mal nochmal holen, besorgen. Ich würde sagen, dann gehen wir nachts los, ne? Habe ich den Helm auf? Den richtigen? Nee, ne? Doch, habe ich. Gut. Sehr schön. Also, Beleuchtung haben wir. Let's go. Mehr brauchen wir nicht, ne? Ist alles okay, ne? Würde ich jetzt sagen. Ach, den Stern haben wir auch eingesammelt. Na, ist ja egal. Gut, wir werden wahrscheinlich unterwegs noch mehr treffen davon. Okay, den Bogen. Ich denke mal, Pfeile haben wir genug. Was haben wir hier noch? Eine Angel, stimmt. Ich wollte nochmal nach hinten gehen und angeln. Da, wo wir den Fischer getroffen haben. Ja. Ich renne erstmal dahin. Ach ja, und warte mal, wie war das mit dem Portaltrank? Was brauchten wir denn dafür? Da muss ich mal unseren Andrew fragen. Unseren. Wie heißt der denn nochmal? Andrew? Wer ist der denn? Nein, die Bezeichnung, seine, ich sag mal, seine Berufsbezeichnung, das meine ich jetzt. Du sollst in der Nacht drin bleiben. Es ist sehr gefährlich, in der Dunkelheit herumzustreifen. Ja, weiß ich. Aber ich wollte wissen, da. Was brauche ich dafür? Ach ja, stimmt. Ob sie die Fisch? Erforderliche oder erforderliche Objekte, Flasche. Na, die bin ich ja. Dann ist ja alles okay. Aber die Rückruftränke brauchen wir. Und ob sie die würde ich gerne zuerst machen. Damit ich endlich dieses scheiß Portal habe. Ich gehe mal angeln. Und zwar hinten am Ozean. Da hinten, da. Ganz hinten. Am Ozean. Da, wo wir den Fischer getroffen haben. Ich glaube, das mache ich zuerst. Dann haben wir nämlich irgendwann... Ich weiß nicht, ob wir denn die Fische bekommen oder nicht. Wir haben ja schöne, gute Köder. Und die Angel haben wir ja auch. Eine richtig schöne, gute. Dann... Ja, dürfte alles kein Problem mehr sein. Ich wollte sagen, wartet mein Vogel? Aber nein, mein Vogel habe ich hier noch am Start. Das müssten wir auch mal wegmachen hier, ne? Jetzt nicht. Ich denke mal, die Sternstoffe nützen mir nichts mehr, oder? Ich kann daraus Sternstaub oder so machen, glaube ich. Was ist denn hier noch? Ach ja, Auge von Chultul. Chultul oder so. Ach, guck mal, hier ist einer. Moin. Das war präziser Schuss. Präziser ging es überhaupt gar nicht. Das war der präziseste Schuss überhaupt. So, wenn wir wieder zurück sind, dann wohnt der gute Mann bei uns. Hoffe ich. Komme ich hier unten rein? Durch Buddeln, ne? Guck mal, da ist noch einer. Nicht getroffen. Oh. Piu. Noch ein Auge. Nice. Linse. Und Pilz. Komm, wir wechseln mal zu Schwert. Wie komme ich da hoch? Na so. Wie denn sonst? Sternschnuppe. Schneller kann man nicht laufen, oder? Holzpfeil. Stimmt, erstmal haben wir hier die Wüste. Halt. Knochen? Ich glaube, aus Knochen konnte man irgendwas herstellen. Kann ich bloß nicht abbauen irgendwie. Doch jetzt. Gut. Guck mal, da kommen sie alle. Attacke! Auf sie mit Gebrüll! Eine Armee Untoter! Ja, so sammeln wir dann halt ein paar Items noch, ne? Ein paar Mob-Items. Ja gut, nehme ich auch noch mit. Kein Problem. So.
Hier müssen wir erstmal rüber. Hallo, es war ein Doppelsprung, Digga. Hab ich aus Versehen Loch zweimal gedrückt. Gleich am Anfang war. Wie kann man schneller werden? Durch irgendwelche Items, ne? Zum Beispiel die Schnürsenkelkappe. Die macht. Ach nee, die macht Kampf schneller. Kampfgeschwindigkeit oder so, ne? Halt, nein. Hier unten rein wollen wir jetzt nicht, aber. Schnell mal durch hier. So, dankeschön. Keine Zwerge in Sicht. Das meine ich jetzt mit Doppelsprung. Einfach in der Luft. Na, schafft er den? Natürlich. Und eine Linse bekommen. Jetzt haben wir schon wieder 6. Weil 4 Stück haben wir noch im Inventar gehabt. Also in der Kiste. Hallo, hoch. Haha, nicht getroffen. Die kommen ja auch nicht hoch, ne? Die können gar nicht klettern. Die können nur springen. Sehr schön. Wir müssen weiter. Tut mir leid, wir haben keine Zeit für sowas. Tut mir wirklich leid. Danke. Oh. Welch seltener Besuch. Ich folge dir natürlich. Flieg nicht so schnell, Mensch. Alter, wo ist sie jetzt? Wo ist sie denn hin? Was ist ein Grabstein hier von mir oder was? Nee. Sag das aus. Scheiße, nein, wo ist sie jetzt hin? Die ist immer nach oben geflogen, also muss es ja hier oben was sein. Ne? Es gibt auch fliegende Inseln, ne? So viel weiß ich. Hallo Auge. Das war gar nichts. Och nö, jetzt ist er weg. Die wunderschöne Fee. Dämonenauge, 104. Runtergefallen. Ach ja. Kann ja passieren. Ist die Tür? Nee, ist noch nicht. Wir müssen weiter. Und wir müssen die Zeit im Auge behalten. Folgen in Überlänge werden nicht geduldet. Jutze wurde zerstört von Dschungelfledermaus. Oh, das ist aber schon im Wandel. Eine ganze Weile her. Aber wirklich eine ganze Weile, ne? Nein, nicht hoch, rein, sondern hoch. Ich hab den noch getroffen. Und mit dem Schwert bin ich unbezwingbar. Aber gönn mir mal einen Pilz. So. Didi. Fledermaus hier ist. Komm, stirb. Nochmal wirst du mich nicht töten. Hopp. Geht doch. Moin zum Meister. Aber ich glaube, der wächst immer wieder nach, ne? Der kommt irgendwie von hier oder nee, von da, glaube ich. Und der wächst immer wieder nach. Ist halt eine Pflanze, ne? Wenn man Blumen pflückt, dann wachsen die auch immer nach. Ich würde aber sagen, hier beende ich mal die Folge und dann machen wir gleich weiter. Wir sind ja gleich da, oder? Wir sind schon da, ne? Ist das schon hier der... Ne, ist das noch nicht. Wir hatten einen ganz, ganz langen Weg ohne Wasser, bis wir dann an den Wasser kommen. Ich glaube, dann haben wir noch ein ganzes Ende. Ja. Und außerdem kommt ja noch so ein Tier, die Gegend hier noch dazwischen, genau. Jede Menge noch. Genau, dann kommt nochmal. Nee, dann kommt nochmal Wüste. Nee, kommt noch gar nicht. Aber hier würde ich mich gerne hinstellen und dann hier einfach mal ein bisschen angeln. Deswegen. Ja, wollen wir da unbedingt hin. Aua, geh weg. Gut. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.